Der Diener zweier Herren des italienischen Dramatikers Carlo Goldoni. 1746 wurde die Komödie in Mailand uraufgeführt und steht seitdem regelmäßig an den Theaterhäusern am Spielplan. Die VBB wagten sich an eine besondere Inszenierung. Zwei Herren, zwei Sprachen. Ich habe immer schon davon geträumt, endlich ein zweisprachiges Stück zu machen, weil ich bin zweisprachig aufgewachsen und ich finde es echt super, dass das endlich mal gemacht wird. Ogni volta che i personaggi che abbiamo stabilito essere di madrelingua italiana fra di loro parlano italiano, quelli che sono tedeschi parlano fra di loro tedeschi, ma le cose più interessanti evidentemente accadono quando si incontrano personaggi che hanno delle lingue diverse, quindi tutto si mischia e poi inoltre c'è anche il linguaggio dell'amore che fa fare ai personaggi, li fa parlare anche in cinese. Und was hattet ihr, meine Schöne? Ach, ich bin Ihre Zofe, mein Herr. Oh, wow, das sieht man nicht. Oh, via, signore, bando alle cerimonie. Chi siete? Cosa volete? Chi vi ha mandato? Allora, tre domande tutte insieme sono troppe per un povero uomo, scusate. Allora, wie seid ihr denn auch verlobt, meine Schöne? Oh, mein Herr. Schön ist, dass ihr mal wieder die Möglichkeit gehabt habt, das heißt wieder zum ersten Mal die Möglichkeit gehabt habt, Italienisch zu spielen. Und es ist ein wahnsinnig schnelles Stickel, sehr viel Situationskomik, sehr viel ja, der Verwechslungskomödie, halt ein Musterbeispiel. Es ist so ein bisschen Lebensstil, so wie eine Dolce Vita dann im Theater, obwohl die Arbeit total streng war. Sehr streng, sehr genau, ganz viel Anwesenheit, immer alle. Aber es war trotzdem improvisiert ganz oft und jeder hat so ein bisschen selber den Weg finden. Und dieser Herr hier ist wohl ein Verwandter? Sì, è mio nipote. Nein, mein Herr, ich bin durchaus kein Neffe. Ich bin der Bräutigam von Clarice. Wie bitte? Wer ist der Bräutigam von Clarice? Der ist sie nicht mir versprochen. Via, via, vi spiegherò tutto, lieber Herr Rasponi, wir hielten euch für tot. Und ich glaube, war auch ein bisschen sehr interessant und sehr komplex, weil wir sind 8 Leute und ich glaube, die ganze Stück sind fast 2 Stunden Stück, so immer in und raus. Es war ein bisschen kompliziert, aber ich glaube, sehr, sehr interessant. Am Reden ist vielleicht ein bisschen più facile, aber in Bühne, ich habe das kommt ein bisschen Angst von dem Publikum und ein bisschen du musst zu viel hören, dass die anderen Schauspieler sagen und ist ein bisschen nicht so facile in Summe. Doch weiß ich ein Mittel, euch zu trösten. Da täuscht ihr euch. Nur Silvio kann mich trösten. Ja. Natürlich, was Silvio vermag, das werde ich schwerlich können. Aber ich kann euch zu eurem Glück verhelfen. Als Mann verkleidet reist Beatrice nach Venedig, um ihren Bräutigam zu suchen. Damit endlich Pantalone seine Schulden bezahlt, tritt sie in der Verkleidung ihres Bruders auf, der verstorben ist. Clarice war diesem Bruder versprochen, liebt aber Silvio. Clarice, devo confidarvi un segreto. Die italienische Sprache ist melodischer, die bringt vieles viel mehr auf den Punkt. Die deutsche Sprache ist oft ein bisschen sperrig. Und die haben gemerkt, dass das Italienische, ich habe zwar ein bisschen länger gebraucht, es zu lernen, aber dann geht es viel flüssiger, es geht viel mehr in den Körper. Also man übernimmt es, man übernimmt die italienische Manier und es geht sehr viel schneller in den Körper. Bei diesem Herrn kriegt man sowieso fast nichts zu essen. Und stattdessen hetzt er einen hin und her, bis einem die Zunge raushängt. Das ist, ich bin so überlastet. Truffaldino hat immer Hunger und wenig Geld. So lässt er sich ins Wagnis ein, zwei Herren zu dienen. Das bringt ihm viel Stress und kaum Zeit, selbst zu essen. Das bringt auch Prügel, aber schlussendlich ein drittes vereintes Liebespaar. Beatrice bekommt Florindo, Clarice ihren Silvio und Truffaldino seine Smeraldina. Bis dahin heißt es aber noch Diener sein für zwei Herren. Und das ist nicht facile.